Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft Remastered Episode Nummer 14. Dieses Mal mit einem ZVP. Und wir haben hier den Zerg in Türkis. Das ist in Grün, das ist eher ein Grünton. Und das hier, das ist Xavier. Ehemals Spieler bei CG Enters. Und ja, ich mache eben in der Bonschwa-Reihe quasi weiter. Und Xavier, der ist das schwarze Schaf unter den Bonschwas. Denn der junge Mann wurde damals verurteilt, 2010, wegen Matchfixing. Da gab es einen riesengroßen Skandal mit einigen Spielern und anderen Personen, die involviert waren. Da ging es um einige Summenbeträge und eben auch einige Spieler, die dafür entsprechend Strafen absitzen mussten. Ja, und Xavier war der bekannteste, quasi der größte Name unter all denen, die dabei aufgetaucht sind. Caspar hat ihm daraufhin auch alle seine Titel aberkannt. Aber eben, das ist ein Spiel aus 2008. Da war er noch in seiner Höchstzeit, das war eben noch vor dem Drama von 2010. Ja, er spielt in diesem Match gegen den Protoss hier in Gelb. Das ist Bisu. Eine Protoss-Legende der Neuzeit. Einer der wenigen wirklich großen Protoss, die es eigentlich gibt. Protoss hat es immer ein bisschen schwieriger. Und Bisu ist wirklich einer der größten Protoss-Namen, die es gibt. Ja, und die beiden treffen in einem ziemlich hochklassigen ZVP hier aufeinander. Und wir haben hier als Map, das müsste Monty Hall sein. Eine etwas ältere Casper-Map. Weiß gar nicht, ob die, ich glaube nicht, dass sie noch gespielt wird. Die hat hier diesen Mineral-Block. Mit dem kann man Drones durchschieben. Man sieht jetzt hier, die Drone wird durchgemicrot durch die Mineralien. Die Mineralien sollen hier abgebaut werden, damit der Zerg hier aus dieser Position rauskommt. Die Probe macht hier Ähnliches. Die schiebt sich jetzt hier durch die Mineralien durch. Da kann man sie nicht durchglitschen, wenn man das richtig anstellt. Das funktioniert bei mehreren Einheiten. Bedarf allerdings einiges an Micro, einiges an Try and Error. Genau, man sieht es hier, es muss hier die Drone dran arbeiten. Die Einheiten versuchen sich dann irgendwie da durchzudrücken. Momentan die Angst, die Drones, die versuchen einfach nur diesen Weg aufzumachen. Denn der Zerg möchte hier einen Weg zu seiner Brutstätte haben, damit da nichts plötzlich an Einheiten dranlaufen kann. Aber ansonsten ist diese Map an sich gut abgeriegelt, muss man sagen. Der Zerg ist jetzt hier momentan derjenige, der versucht, diese Verriegelung ein bisschen zu öffnen. Währenddessen Protoss hat hier den Probe Scout drin, heißt Bisu, kann hier das alles einmal durchscouten. Ja, Xavier dafür bekannt, einer der eher Low-APM-Spieler zu sein. Trotzdem hat er seine Gegner vernichtet in unglaublichen Mengen, in unglaublichen Spielen. Ist ein bisschen so trügerisch. Auch wenn man nicht so viel APM hat, kann man trotzdem richtig gut sein. Es gibt eben so die oberen 10%, was das betrifft. Wenn man sein Makro hoch genug irgendwann hat, ist man stark genug und danach kommen mehr strategische Entscheidungen mit ins Spiel. Es ist bei Bluto eben sehr wichtig, dass die Mechanik sitzen. Danach kann man sich alles weitere anschauen. Ja, Bisu selbst hat hier seine eigene Basis, beginnt hier mit dem Corsair Opening. Kann natürlich damit ein paar Overlords snipen, währenddessen versucht Zerg hier immer so nach und nach durch diese Mineralien irgendwie durchzubringen. Ja, ein Link kommt jetzt hier mal durch. Er versucht zu scouten, wird eigentlich vom Dragoon hier beschossen. Kommt eigentlich trotzdem weit genug, sieht, dass da geht. Sieht. Die Zitadelle momentan noch nicht, der versucht sie eigentlich. Ah, der Link kommt nicht ganz weit genug, um die Zitadelle zu sehen. Trotzdem, zumindest das Stargate ist bekannt und ja, die Overlords machen sich sofort auf den Weg zurück. Beziehungsweise einfach weg. Hauptsache, man wird nicht vom Corsair gefunden, aber der Corsair, der fliegt einfach mal mitten über die Karte. Guckt, ob es da irgendwas zu finden gibt. Eine riesen Fläche hier in der Mitte. Aber ja, das ist mehr so gefühlt eine Inselkarte, eben durch die Mineralienblocker. Das ändert sich in einem späteren Spielverlauf allerdings und es gibt hier auch nicht allzu viele Ressourcen. Deswegen, man muss sich hier in sehr seltsame Ecken reinziehen, damit das mit den Ressourcen soweit funktioniert. Ja, der Corsair ist da, scoutet einmal über die Zerg-Basis, sieht, okay, Makwetch kommt mit dazu und Hydra ist dann auch. Aber Hydras sind fast zu erwarten hier für den Protoss. Und er findet hier momentan auch keinen Overlord, den er hier arresten kann, denn die Overlords, die sind momentan sehr, sehr weit abseits. Versuchen auch nach wie vor ihr Leben zu retten. Protoss hier hingegen, ja, versucht jetzt selber mal den Weg zu öffnen für einen zweiten Nexus. Der Link hier scoutet das. Das Mineralienfeld ist gleich weg. Ja, da sind die Mineralien da. Das Feld ist offen und damit kann man auch endlich mal durch. Das ist an sich eine geile Idee. Bruder hat mehrere so lustige Ideen, was Map-Blockaden angeht. Sei es mit Zerg Iron, eben mit Mineralien. Neutrale Gebäude gibt es auch. Wurden auch in Karten eingesetzt. Also Bruder hat da schon sehr, sehr viel Kreativität erfahren, was Map-Making angeht. Ja, und hier, der ist halt schön, bewacht noch die Lücke, dass der Ding nicht rein kann, nicht Konter scouten kann. Wir haben hier jetzt hier das DT und Corsair Opening.
Kombination aus versuchen, die Vision zu denyen, die Detection zu denyen und eben dem Harassment mit den Dark Templar, weil dann keine Detection da ist, solange die nicht static gebaut wird. Momentan hier ein paar Hydras sind da, ein paar Ovis sind da mit in der Basis. Momentan spielt das hier Savior noch sehr, sehr ruhig. Wieso ist der, der gerade immer noch nach irgendwelchen Overlords sucht? Hat hier schon Kills auf diesen, nein, Korsan, keine. Hat die Overlords nicht gefunden. Overlord 1 hier abseits, Overlord 2 hier abseits. Aprotos hier geht in seine Expansion, muss eigentlich natürlich mit dem Opening gucken, dass er irgendwie ein bisschen Schaden machen kann. Aber eben hier ist immer noch das Mineralienfeld zu, man kann den Wiki unten auch noch nicht nehmen, das ist nämlich auch noch dicht. Also die T kommt momentan eher wenig aus der Basis raus. Protoss arbeitet dran, dauert eigentlich noch ein bisschen. Korsare sind unterwegs. Läuft dann halt natürlich in dieser Phase wesentlich effizienter, weil die von diesen Blockern nicht beeinflusst werden. Sind auch nicht viele Korsare, muss man sagen. Sind nur zwei Stück hier momentan gebaut worden. Und ja, die Probe versuchte hier was zu tun. Der DT, nicht sicher, ob der gesehen wurde hier von Xavier. Baut er hier Static Defense? Es sieht nicht danach aus. Ich glaube, der DT bleibt ihm momentan noch nicht gescoutet hier. Kam noch nicht hier durch, aber natürlich, der DT wollte eigentlich harassen, aber kommt einfach nicht durch das Feld. Man sieht hier, eins Feld ist schon runter auf 24 Mineralien ab, dann haben sich die etwas um die Probe gekümmert. Heißt, Brothers hat jetzt hier ein bisschen Probleme. Xavier wird jetzt hier mal rüberschauen mit einer geballten Sorgamin, versucht hier eben gerade nach und nach die Mineralien wegzukriegen. Das wird hingemikrot, indem man eben die Mineralien sammelt. Man kann Extractor bauen, die canceln die Mineralien wieder weg. Und das sind ja die Korsare mühen sich ab, hier den Overlord zu snipen. Ein Korsar stirbt hierfür. Aber Sorg, der belagert jetzt hier. Ich möchte hier einfach durch. Die Engstelle ist offen. Der DT ist allerdings da. Der Overlord noch nicht ganz in der Nähe. Heißt, der DT hat momentan noch viel Spaß. Blockt hier schön nochmal die Engstelle. Es ist ein bisschen was an Protoss-Verteidigung da. Zwei Cannons, ein Dragoner in Sachen Ranged. Trotzdem, der Zerg belagert hier jetzt erstmal. Der Korsar steht immer noch doof rum. Der Overlord hat immer noch einiges in Hitpoints. Und Zerg schiebt einfach einen Riesenschwein Hydras hier mit. Trotzdem, es wird schwierig, immer durch die Engstelle durchzukommen. Die Hydras jetzt hier fokussen die DT. Die DT geht hier mit down. Damit ist die Lücke offen. Die Hydras können hier durch. Kommen jetzt natürlich 1 zu 1 hier nach und nach durchgetröpfelt. Das ist schwierig, damit ordentlich Damage zu machen. Jetzt die Hydras versuchen, die Hydras rauszusnipen. Jetzt werden schön nach hinten gezogen. Der Hydra unten stirbt. Weitere DT hier mit dabei. Momentan, wie so seine Verteidigung ist, ziemlich solide. Hat jetzt hier einmal eine Kenne verloren. Jetzt hier der Tempel setzt einen riesen, richtig guten Storm drauf. Macht sehr, sehr viel Damage. Und die Hydras größtenteils damit tot. Regeneriert sich nochmal ein bisschen hoch. Aber damit der Push. Welle Nummer 1 abgewehrt von Biso. Sehr gut mit dem Storm hier gemacht. Da gehen die Hydras nochmal vor. Versuchen hier den Templar zu snipen. Die Cannon wird hier gesniped. Dafür stammen eigentlich sämtliche Hydras. Es kommt hier nochmal ein bisschen mit Force mit dazu. Aber so viele Hydras sind das hier nicht mehr. Und es ist immer noch der DT-Mitte drin. Der wird jetzt hier gerade gesniped. Die Salads laufen vorwärts. Versuchen hier mit der Army zu engagieren. Eigentlich da kommt weiteres Circling Force mit. Xavier hört hier noch nicht auf, pumpt weitere Einheiten nach vorne, tröpfelt hier immer noch weitere Einheiten mit rein in Richtung Protoss. Da werden jetzt neue Cannons hier gebaut, diesmal 3 Stück. Und die Engstelle ist immer noch sehr, sehr schwierig für beide Armys hier durchzukämpfen. Ja, das hier stehen wieder am Rand, versuchen auf die Cannons zu schießen, auf den Dragoner eventuell. Da kommt nochmal Salads hier mit dazu, die blocken hier gerade wieder die Engstelle. Cannons werden jetzt hier nach und nach mehr fertig. Und die Army, die hier Xavier hat, scheint nicht zu reichen, um den Protoss hier brechen zu können. Die Defense ist hier einfach noch zu solide, weitere Cannon kommt gleich mit dazu. Und dann mit 3 Cannons wird das hier sehr schwierig durchzukommen. Aber Sorg nimmt jetzt hier dahinter eine dritte Basis. Hier drüben gab es jetzt auch gerade nochmal den Korsar, der kurz über die Sorg Mainbase drüber gescoutet hat. Aber momentan tut sich nicht viel an weiterem Tech. Und Sorg schiebt hier einfach weiter halt was nach vorne. Währenddessen Bisu selber hat seine Production nochmal ein bisschen aufgerüstet. Hat hier mehr Gates am Start. Das Tempelarchiv ist natürlich da. Und es kommt hier gleich das Leg Speed Upgrade für die Salads. Dann laufen die schneller. Kann die Distanz zu den Hydras schneller schließen, sind damit eine größere Bedrohung. Und man muss als Zerg viel, viel mehr Acht geben, dass man kitet, um eben die Hydras nicht zu verlieren. Denn Hydras sterben gegen Salz doch ziemlich schnell. Protoss jetzt hier auch unterwegs mit dritter Basis, nimmt die hier schön an der Stelle oben, weil hier unten wird immer noch belagert, auch wenn die Lücke bereits offen ist. Ja, und Zerg hier, was ist der nächste Plan? Außer dritte hier besetzen, gleich mit ein paar Drones. Es kommt hier ein neues Gebäude, Evolutionskammer. Und es wird hier der Lurker-Aspekt entwickelt, der Morph in Lurker. Und damit kann man tatsächlich diese Engstellen richtig gut halten mit Lurkern. Ist sehr schwer für den Protoss dadurch zu brennen, zumal hier Bisu noch weit weg ist vom ersten Reaver Drop. Er hat jetzt da die Roboterfabrik, aber es muss eben erst das Support Bay noch mit dazukommen. Und danach muss erst noch das Shuttle als auch der Reaver gebaut werden. Es dauert eben noch, bis dieser Tech-Weg wirklich anschlägt. Und Hydras wollen jetzt hier tatsächlich zurückgezogen. Wenn das in die Probe hier drüben versucht, immer noch hier irgendwie diese Öffnung aufzukriegen. Aber hier sind wieder Hydras stationiert, das kann die Probe wenig machen. Auch wenn sie es möchte, da wird wieder hier ein Pylon angefangen. Wir haben hier den Korsar, der hat zumindest die dritte gesehen, sollte die zumindest gesehen haben. Hier wird einfach nur geblockt, so ziemlich, mit dem DT aktuell. Aber ja, dritte Basis auf beiden Seiten ist gleich da.
Zumindest beim Circle läuft die schon an, beim Protoss wird sie gleich fertig. Ein paar Probes werden bereits transferiert, bis einige Probes, muss man sagen. Das ist ja sehr fleißig Worfbomb fabriziert. Ja, Circle jetzt hier auch. 3 Basen Economy auf beiden Seiten. Heißt, wir gehen weiter und weiter im Spielverlauf. Damit kann man natürlich neue Tech-Wege auch erschließen. Momentan Circle hier hält sich dann noch sehr bedeckt. Nimmt einfach 1-1 ab jetzt hier für die Linge. Lurker Morph kann jetzt hier eingesetzt werden und da gibt es jetzt hier auch die ersten 4 Lurker. Das ist ein Ling-Ei. Damit hier Zerg kann gut defenden und das muss jetzt hier auch den Protoss. Das ist jetzt derjenige, der pusht, hat ein paar Arkons gemorpht. Overlord hat das hier gesehen. Trotzdem Protoss hier. Okay, jetzt zieht sich die Armee doch nochmal zusammen, aber Lurker sind jetzt hier eben in Position. Es ist ein Ops mit dabei. Ein Beobachter. Damit kann natürlich die Lurker angegangen werden, aber hier sehr gespreadet, muss man sagen. Die Lurker hier sehr weit aufgeteilt, aber es reicht eben, dass ein Lurker den anderen beschützen kann. Die Salads pushen schon mal vorwärts. Zerg-Army muss sich bewegen, da wird jetzt hier auch ein Stück abgezogen. Währenddessen chargen die Salads hier einfach rein. Zedek Defense wird nach und nach gebaut. Eine Tiefenkolonie, eine Sunken ist dabei. Eigentlich die Lurker sterben hier nach und nach weg. Der frisst nochmal einen ordentlichen Storm hier und wird dadurch nach und nach aufgelöst. Die Lurker hier haben nicht mehr viele Points. Hauen eigentlich jetzt zum letzten Mal, der hier zumindest schaut sehr viel Schaden rein. Der Overlord geht hier down. Protoss-Army sammelt sie nochmal neu. Währenddessen wird hier der neu reingerufene Arkon hier noch kurz rausgenommen. Die Hiders fressen dafür einen Storm. Und Zerg hat gerade nicht so viel Army am Start, um zu defenden. Hat seine Drones hier schon weggezogen. Die Protoss-Army hier immer noch versucht zu belagern. Aber es sind hier 2 Sunkens, 2 Lurker und noch ein kleiner Haufen an Hiders mit dabei. Heißt, das reicht gerade als Defense für den Zerg. Schiebt jetzt hier den Protoss wieder zurück und versucht ja auch noch Einheiten zu snipen. Kriegt hier einen High-Templar zumindest mal raus. Und auch einen zweiten High-Templar hier. Das sind teure Verluste für den Protoss. 150 Gas pro Templar. Und währenddessen hier drüben wird abgesichert mit Cannons. Und auf der anderen Seite mit einem Lurker. Jetzt beide wollen nicht, dass da irgendwas durchläuft durch diese Engstelle. Die ist noch nicht mal offen, aber trotzdem. Man geht lieber auf Nummer sicher. Und die beiden, ja, bauen sich weiter auf, ziehen sich wieder in ihre eigenen Basen hier zurück. Gerade Bisu hier hat seinen Angriff abgebrochen. Geht dann doch lieber hier nochmal auf das Range-Upgrade für die Dragoner. Hat hier plus Attack-Upgrade mit dabei. Nicht sicher, ob das plus 1 oder plus 2 ist. Das ist plus 2. Und wir haben hier weitere Beobachter, die gebaut werden. Man sieht hier, dass Protoss Map Vision wird mehr und mehr durch die ganzen Beobachter. Und Protoss nimmt hier oben einfach ganz heimlich und frech eine Basis. So kann da nicht sonderlich viel dagegen tun momentan. Er hat keine Lufteinheiten, die da schnell durch können und er müsste ja zuerst den Weg aufbauen und selbst dann sind immer noch Cannons. Trotzdem, Zerg setzt sich stattdessen lieber unten in Bewegung. Kann natürlich unten gucken, ob hier unten Basen gesetzt wurden. Eigentlich ist das nicht der Fall. Trotzdem, die Zerg-Army darf man nicht unterschätzen. Es sind Lurker mit dabei, es sind halt was mit dabei. Da ist ein Armor-Upgrade normalerweise mit drauf. Attack-Upgrade gab es natürlich für die Linge, was es hier erforscht wurde. Ist auch gleich fertig. Jetzt kommt auch das zweite Armor-Upgrade mit dazu. Und die beiden falten sich jetzt wieder sehr langsam. Sehr ruhig, muss man eher sagen, als langsam. Währenddessen die Probes hier einfach stehen drumherum. Die könnte man auch mal zum Arbeiten schicken. Ja, der Overlord hat sich wieder ein bisschen vorgewagt. Sieht, dass die ganze Armee wieder mal ausrückt. Damit kann der Zerg seine Verteidigung natürlich vorplanen. Hat jetzt hier auch nochmal mehr Sunken-Kolonies gebaut. Wollen hier nochmal 2 mehr. Mehr Lurker gibt es hier mit dazu. Und die Armee steht diesmal auch in Position. Aber eben Protoss nimmt sich hier gemütlich eine 4. Basis und holt sich damit den Basenvorteil. Ist also damit sehr entspannt. Fühlt sich damit wohl, dass er einfach den Zerg hier ein bisschen unter Druck setzt und der Zerg hier relativ defensiv bleibt. Zerg selber nochmal Makro-Hedge. Weitere Tech sieht momentan nichts danach aus. Tatsächlich Xavier bleibt hier einfach auf dem Hideward Lurker Tech. Kann natürlich noch Linge mit nachdrücken. Die haben das Speed Upgrade. Und hier, da geht es einem Arm Ops an den Kragen. Aber Hauptsache, man hat eben die Vision. Das ist das Wichtige. Wenn das in der Lurker hier drüben. Der gerade auf die Cannons geschossen, war das ein anderer Lurker. Es könnte ein anderer Lurker gewesen sein. Das nächste Engagement scheint ja eigentlich jetzt hier zu kommen. Es sind einige Templier für Biso mit dabei. Einige Dragoner, viele Salads hier. Trotzdem, die Defense vom Zerg ist sehr beachtlich. So viele Lurker hier, einige Sunkens. Das ist sehr schwer für einen Protoss hier zu engagen. Selbst wenn er eine starke Armee hat, da reinzulaufen, wird ihm sehr viel Schmerzen zufügen. Und das ist ein Zerg hier oben, sammelt seine Armee in der Under Main Base. Und da kommt jetzt endlich mal weitere Attack. Das Königinnen-Nest kommt mit dazu. Damit kann man auch Richtung Hive gehen. Das öffnet natürlich die Wege für die dritten Upgrades, für die Dreier Upgrades. Queens an sich in diesen Matchups sind jetzt nicht so häufig gespielt. Man nimmt man dann doch lieber die Ultras mit, aber auch für die Ultras braucht man jetzt zuerst den Hive. Es gibt jetzt eigentlich noch die Overlord-Upgrades, gerade aus dem Leertech. Ja, das ist die Protoss Hauptarmee, zieht sie nochmal zurück. Zerg, ja, ist im Supply weit hinten, aber wie gesagt, das unterschätzt man, denn der Zerg Army Supply ist sehr, sehr kampfstark. Da sind viele Lurker mit dabei und wenn die alle ordentlich reinholzen hier in den Ball, den der Protoss zwangsläufig bildet mit seiner Armee, dann ist das so viel Schaden, dass sich der Kampf sehr, sehr schnell drehen kann. Die Lurker hier sehr aggressiv, gehen sie einfach mitten rein, können hier nicht gesniped werden. Es sind Templer und Dragone hier, die kommen nicht durch die Engstelle. Da geht es hier ein Storm auf, zumindest hier auf 2 Lurker. Nochmal weiterer Fallout-Storm. Die Lurker hauen hier durch, die Queens, die Hydras sind bereits gestorben.
Ein Lurker verbleibt hier, haut nochmal fröhlich hier gerade seine Stacheln durch, kann Axe auch nichts töten, damit Protoss gewinnt dieses kleine Engagement mit den Einheiten, die hier draußen eigentlich gefangen waren. Overlord wird jetzt hier auch mal rausgenommen, weiter Archon wird gemorpht. Sorg sammelt jetzt hier in Richtung Mitte der Karte, er hat nochmal weitere Lurker hier gebaut. Sieht natürlich, dass jetzt hier die Basis ist mit dem Overlord und den ganzen Cannons, den weiteren Pylons, die dazukommen und auch der Temple, der hier bereitsteht. Protoss möchte diese Front einfach verteidigen, eben sich da Basen nehmen, nimmt auch hier bereits eine weitere Basis, expandiert hier viel, viel schneller als der Zerg, Zerg immer noch auf 3 Basen. Aber tatsächlich, Xavier fühlt sich hier noch relativ safe in seiner Position, hat jetzt hier gleich 2-2 Upgrades, kommen nach und nach für die Länge mit dazu. Und Dinge werden zu einer späten Phase des Spiels wirklich hier Vernichtungsmaschinen. Mit allen Upgrades nehmen die Einheiten sehr, sehr schnell raus. Wir versuchen jetzt hier noch hier zu engagen, Angst, die Salads sind nach wie vor ein sehr natürlicher Counter gegen Zerglinge und hier der kleine Trupp am Protoss pusht zumindest den Zerg ein bisschen zurück. Zumindest dieser Langrang, bei der gerade angesetzt wurde. Und hier, Xavier bunkert so krass an seiner dritten Basis. So viele Sanken, so viele Lurker, die hier mit drin sind. Mit dessen Protoss, er expandiert fröhlich. Protoss nutzt sein Geld für neue Cannons, falls da noch was vorbeikommen sollte. Aber Protoss hier mit der viel besseren Economy-Situation, Bisou nähert sich hier dem Max-Out. Und Xavier wird da Probleme haben, denn damit kann der Protoss sein Geld für anderen Blödsinn ausgeben, wenn das schon maxed ist. Kann man die Infrastruktur aufbessern, Upgrades nachbessern. Dann haben wir jetzt ja auch Doppelforge, Schild-Upgrade, Attack-Upgrade Nummer 3, Schild-Upgrade 1 kommt hier gerade mit dazu. Und hier gibt es gleich wieder ein Aufeinandertreffen zwischen Protoss und Zerg Army, die Linge plus die Hydras. Da ist wenig Unterstützung mit dabei. Und die Protoss Army ist hier wirklich sehr mächtig. Da kommt sogar noch ein Storm mit raus. Die Linge sterben alle, die Hydras ziehen sich zurück. Versuchen jetzt hier noch irgendwelche Einheiten zu snipen. Aber ja, das ist zu viel Protoss hier momentan. Und da kommt auch die Rest Army mit dazu. Protoss sammelt seinen gesamten Ball vor der dritten. Und das möchte Xavier eigentlich. Er möchte, dass hier Bisou den Hauptverteidigungspunkt angreift. Und hier sind einfach so viele Sankenslitz und eine Spornkolonie mit dazu und Lurker. Da gibt es jetzt hier gleich ein ziemliches Massaker auf beiden Seiten. Die Salz starten vorwärts inmitten der ganzen Lurker, der ganzen Sanken. Die Salz werden ziemlich schnell rausgenommen. Die Dragoner wagen es jetzt auch sehr weit vorwärts und kriegen jetzt eigentlich ordentlich auf die Schnauze. Teilen jetzt auch viel Schaden gegen hier die Gebäude aus. Die Gebäude kaum noch am Leben hier. 10 Hitpoints, 39 Hitpoints. Ja, Protoss hat ziemlich viel Schaden gefressen. Die Salz sind so wahnsinnig schnell gestorben, eben gegen die Kombination aus Lurker und Sankenkolonien. Protoss zieht sich erstmal zurück, verarztet seine Wunden, indem er hier nochmal weitere Einheiten hier baut, weitere High-Templer, dunkle Templer, Upgrades kommen eben immer noch mit dazu. Protoss jetzt hier etabliert auf 4 Basen, währenddessen Zerg chillt immer noch auf 3 Basen rum, versucht hier jetzt, denke ich mal, bald eine vierte zu nehmen, sieht danach aus. Ich höre gerade Sounds, wo ich mir nicht sicher bin, für was die gelten. Zerg setzt jetzt hier unten mal in Bewegung, da ist natürlich immer noch die dritte Basis von Protoss, aber auch die ist mit vielen Cannons abgesichert, das ist nicht einfach, die zu crushen. Protoss ist selber immer noch hier in der Verantwortung, dass er versucht, die dritte Basis vom Zerg zu crushen. Und die Verteidigung hat ein bisschen gelitten. Währenddessen geht es jetzt doch rein mit den Hydras. Aber hier sind so viele Cannons, die etwas einfach auf Move-Command momentan laufen in ihr Verderben, sterben einfach alle. Da wird kein guter Trade genommen. Da landet ein Storm komplett verkehrt, gerade auf der eigenen Army von Protoss. Da kommen Lurker mit dazu. Das sind die Sunkens. Die Lurker fressen hier den Storm. Es stirbt nach und nach hier einiges von der Protoss am Weg. Aber sie haben hier die Mineral Line erobert. Damit kann hier gerade nicht gemeint werden. Zerg damit runter quasi auf 2 Basen. Lurker werden jetzt ja auch nochmal rausgenommen. Weitere voller Blocker kommen mit dazu. Auch Linge werden hier mit dazu genommen. Da kommt jetzt nochmal ein ganzer Schwall hier am Protoss, Archons und Zealots. Und die pushen hier weiter rein in die dritte vom Zerg. Und Zerg hat hier gar nicht mal so viel Army stehen. Seine Army, wo ist die überhaupt? Da ist noch ein bisschen was übrig. Generell Xavier hat hier nicht wirklich viel. Hat eigentlich sehr viele Ressourcen. Nicht sicher, was er hier bezweckt hatte mit dem ganzen Geld, das er übrig hat. Inzwischen sieht das für ihn nicht so gut aus. Er ist hier nicht überall mined out. Hat hier keinerlei Economy mehr. Kann noch einmal ein paar Einheiten bauen aus den Larven, aber ich glaube, er hat sich hier fast schon aufgegeben. Er hat hier nicht mehr wirklich die Möglichkeit, in diesem Fall zu drehen. Seine Overlords gehen gerade, fliegen gerade in ihr Verderben. Und das scheint es dann auch gewesen zu sein. Wieso hier? Ja, er steht hier sehr triumphal, hat die wichtigste Mining Base rausgenommen. Zerg ist hier auf keiner Basis quasi. Macht jetzt hier Long Distance Mining, aber auch das bringt ihm nicht viel, denn die Protoss Army marschiert bereits an der Natural ein. Zerg hat kaum noch Army hier übrig. Kann ihn nirgendwo pushen. Protoss ist sehr gut abgesichert mit Cannons und allem. Und Bisou einfach mit dem viel, viel dominanteren Economy Play hat das Einbunkern an der dritten Basis gut ausgenutzt, um sich eben selber zu etablieren mit einer vierten und fünften Basis. Und jetzt hat er einfach viel zu viel Masse für den Circus, dass er noch irgendwas reißen könnte. Im Prinzip warten wir eigentlich nur noch auf das GG von Xavier. Er hat jetzt versucht, hier unten noch eine Edge zu nehmen und hier eine Edge zu nehmen. Aber ultimativ, er hat einfach nichts mehr. Er ist rund auf 29 Supply. Hat doch hier die Drones an seiner Mainbase, da allerdings auch nicht viele Mineralien übrig. Der Extractor ist auch bald leer. Und selbst hier die Hydra legt sich schon mit den Cannons an und fliegt schon gegen die Cannons. Protoss hier hatte alle Basen quasi bis auf die Mainbase abgerissen. Die Basen unten zählen wir jetzt aber nicht mehr wirklich. Selbst die ist hier unter dem Beobachter drin, heißt hier wird gesehen. Und Protoss setzt den GG-Push an auf den Tag vom Zerg. Und der tut eigentlich auch nichts mehr. Ich glaube, der ist eigentlich schon aus dem Spiel raus. Macht irgendwie noch 260 APM. Ich weiß nicht, was er damit tut. Micro, der ist seine Overlords.
Er schickt hier nochmal eine Hydra, ideal verderben und sagt, ja, er hat einfach nichts. Kann ich nochmal eine Probe rausnehmen? Weiß nicht, was sich Xavier momentan noch denkt, während er fröhlich am Klicken ist, aber das Game ist durch. Und das Army vernichtet ja gerade noch die Resche der Mainbase. Das ist gelaufen. Wieso holt ihr dieses Match nach 20 Minuten? Ja, Xavier, er hat sehr auf Verteidigung gesetzt auf dieser Basis. Allerdings hat ihn der Protoss dann einfach ausexpandiert und ihn dann mit viel zu viel Geld überrannt, mit viel zu starken Einheiten, zu starken Upgrades. Da konnte der Zerg nicht wirklich mithalten, hat auch selber keinen Konter gefunden, kein Opening gefunden, das man hätte machen können. Noch der Gasklau in der Basis. Das ist auch ganz süß. Ja. Und damit hier, da kam jetzt das Ende. Xavier ist geschlagen in diesem Match. Wieso hat das sehr, sehr schön gemacht? Die Defense am Anfang und dann eben später weiter expandiert, seinen Tech vorangetrieben, seine Army vorangetrieben und mit genügend Masse gewinnt man dann auch das Spiel. Ja, das war Replaycast Nummer 14. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.